Ich habe mir überlegt, ich werde heute mal so ein bisschen versuchen, so eine Reise zu machen über die verschiedenen Stationen, die man so als Softwareentwickler beim Entwickeln von Windows Phone Software erlebt. Beginnen wir kurz mit einer Vorstellung meiner Person, dass Sie wissen, mit wem Sie es überhaupt zu tun haben. Mein Name ist Matthias Fischer. Einige Gesichter kenne ich schon aus dem Workshop vom Montag. Ich bin .NET-Entwickler seit 2001, eigentlich mit dem ersten .NET-Framework, habe mich dann sehr viel mit der ASP.NET-Technologie beschäftigt, bin dann zur MVC-Technologie übergegangen und bin irgendwann dann beim Windows Presentation Foundation und dem MVVM-Model, dem Phone, dem Windows 8 gelandet. Habe so einige Bücher geschrieben für diverse Verlage und bin an so einigen Projekten beteiligt gewesen, jeweils kleine Auswahl. Und bin auch in verschiedenen Expertennetzwerken organisiert, unter anderem IT Visions oder Best Experts. Wer mehr über mich erfahren will, kann dies gern auf meiner Homepage tun, beziehungsweise mir E-Mail schreiben oder mir auch auf Twitter folgen. Worum wird es heute gehen? Im ersten Schritt möchte ich ein bisschen zur Windows Phones Plattform an sich erzählen. Ein wenig über die Geschichte, die Entstehung, das Design, wo es herkommt und vielleicht wo es hingeht. Mein Vorredner hat gerade in dem Vortrag hier vor sehr viel über Windows Phone 8 erzählt. Ich werde versuchen, am Ende noch einen Ausblick zu geben auf die wichtigsten Aspekte für Windows Phone 8, werde aber versuchen, nicht allzu viel zu doppeln und nicht zu viel zu wiederholen. Am zweiten Schritt wird es darum gehen, einen kleinen Twitter-Client zu erstellen. Dieser Twitter-Client soll eigentlich als kleine Beispielapplikation dienen, um zu zeigen, wie einfach und wie schnell man Programmcode für das Windows Phone erstellen kann, mit wie wenig Schritten man schnell eine effektvolle Applikation bauen kann, und soll dann erweitert werden, um ein bisschen über den Lifecycle zu lernen und die anderen Möglichkeiten. Und gegen Ende, also den hinteren Teil des Vortrages, werde ich mich ein bisschen mit dem MVVM-Entwurfsmuster auseinandersetzen, zeigen, wie man diese Applikation relativ leicht und schnell live in eine MVVM-Applikation umstellen kann. Und gegen Schluss gibt es dann noch die Möglichkeit, diverse Fragen zu stellen. Wer zwischendurch Fragen hat, am besten bitte einfach melden. Wenn möglich, sollten wir die versuchen, gleich zu beantworten. Und ich werde daran denken, zu versuchen, die zu wiederholen. Ja, beginnen wir einfach mal. Die Windows Phone Plattform. Zunächst interessiert mich natürlich, wer hat denn von den Anwesenden überhaupt schon mit dem Windows Phone entwickelt? Das sind ungefähr 3, würde ich sagen. Wer hat ein Windows Phone? Das sind ungefähr 5, 6. Okay, gut, da habe ich eine Kleinigkeit vorbereitet. Und zwar habe ich mir überlegt, ich habe 2 mitgebracht. Wer noch keins hat, noch keins gesehen hat oder selber keins hat, kann während des Vortrages sich die Telefone anschauen. Ich lasse einfach mal rumgehen und ja, bitte einfach individuell austauschen. Auf den Telefonen befindet sich ein Test-Account. Das heißt also, man darf alles angucken, mit allem spielen. Nur die einzige Bitte, bitte nichts löschen. Ja, ich gebe es einfach mal hier vorne rein und dann. Wer damit entwickeln möchte und noch nicht in Berührung gekommen ist, sollte wissen, dass wir zurzeit auf dem Stand sind des Windows Phone SDK 7.1 mit der Erweiterung SDK 7.1.1. Das ist Stand März 2012. Wir wissen natürlich alle, das Windows Phone 8 SDK steht kurz vor der Tür, aber zurzeit sind diese 2 die aktuellen. Auf den Folien gibt es die Download-Links und die Folien wird es wie immer in meinem Blog zum Download geben. Am Ende zeige ich noch kurz die Adresse für alle die, die nicht darauf warten möchten, wenn die Folien bei der BASTA veröffentlicht werden. Es gibt 2 Möglichkeiten, das Windows Phone SDK zu installieren. Die eine Möglichkeit besteht darin, einfach dieses kostenlose SDK zu nehmen und als erstes zu installieren. Dann wird Visual Studio Express mit installiert. Und die zweite Möglichkeit besteht darin, eine andere Visual Studio Version, wie zum Beispiel die Professional oder Ultimate Edition, vorher zu installieren. Dann wird das SDK in diese integriert. Und an der Stelle noch ein wichtiger Tipp von mir: Wer immer die neuesten Community-Test-Versionen oder Vorab-Versionen testen möchte, sollte sicherstellen, dass
er die englische Version des Visual Studios installiert und auch die englische Version des Betriebssystems verwendet, weil die Vorabversionen sind oft nur in den englischen Versionen verfügbar und können mit der deutschen Version gar nicht benutzt werden. Ja, und wer sich mehr mit Design beschäftigen möchte, kann natürlich unter dem angegebenen Link auch eine Blend-Version finden. Übrigens, die Blend-Version, die nur Projekte fürs Windows Phone öffnen kann, ist auch kostenlos in dem SDK enthalten. Ein wenig zur Entwicklungsgeschichte des Windows Phones. Das Windows Phone selbst ist ja noch nicht so lange auf dem Markt. Das sind ja, naja, nicht ganz 2 Jahre. Und in der Zeit hat das Windows Phone es immerhin geschafft, bei der Amazon-Statistik 3 von den 3 ersten Telefonen. Das ist schon ganz gut. Also die 3 ersten beliebtesten Telefone von 3 Telefonen sind ein Windows Phone. Stand Juni 2012. Im August waren es dann ein paar weniger und ein paar Monate später sind es dann vielleicht wieder ein paar mehr. Interessant ist auch, wenn man sich die Statistik dann komplett anschaut, dass 7 von den Top 9 Telefonen auch Windows Phones sind. Das heißt, das Windows Phone hat also eine super Zukunft und deswegen sollte man sich unbedingt mit dieser Technologie beschäftigen. Meiner Meinung nach unbedingt heute. Ja, bitte? Die Frage war, ob jemand Telefone bei Amazon kauft. Ich weiß nicht genau, wie dieses Ranking bei Amazon ermittelt wird, aber es geht darum, dass verschiedene Kriterien, die sind auf der Webseite da von Amazon genau gelistet, dazu führen, dass eine Beliebtheit eines Gerätes ermittelt wird. Das ist nicht die Anzahl der Verkaufsstatistik in 1000 Stück oder irgendwie sowas. Das ist eine Beliebtheit anhand von Verkaufszunahme, verschiedenen anderen Kriterien, Kundenbewertungen, Umfrageergebnissen und das alles zusammen ergibt dann so Punktewerte. Und damit hat man das bei Amazon ermittelt. Gibt es dazu noch weitere Fragen? Gut. Interessant ist auch, dass in der Zeit über 100.000 Apps entstanden sind. Das bedeutet, Windows Phone ist eine Plattform, die eigentlich sehr am Aufstreben ist, die in Zukunft mehr und mehr an Bedeutung gewinnen wird. Und deswegen sollte man meiner Meinung nach sich auch jetzt schon mit dem Windows Phone 7 bzw. mit der Version 7.5 beschäftigen, weil die Dinge, die man jetzt lernt, werden später fast 1:1 weiterverwendet werden können. Die Konzepte bleiben die gleichen, viele Codebeispiele sind sehr ähnlich bis gleich und ich glaube, jetzt ist ein echt guter Zeitpunkt einzusteigen. Ja, die neuen Telefone nochmal in Übersicht. Diese Folie hatte vorher den Namen einer großen Handelskette und heißt inzwischen Modern UI. Die Geschichte kennt sicher jeder. Es liest sich ein bisschen ungewöhnlich, wenn man sagt, Modern UI ist nicht der Name einer Technologie, aber es ist zurzeit der offizielle Name dieser Oberflächendesignsprache. Und beim Telefon würde es auch komisch klingen, wenn wir jetzt von Windows 8 Style Apps auf dem Telefon sprechen würden. Also auf einem Windows Phone 7 eine Windows 8 Style App ist irgendwie, spricht sich nicht so. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich nenne es jetzt nach dem 2. Tweet von Microsoft Modern UI. Klar, es ist kein eigenes Framework, so wie das davor auch kein eigenes Framework war, als es noch anders hieß. Es ist am letzten Ende ein Silverlight oder ein XNA, je nachdem, in welcher Technologie man programmiert. Und seit dem Mango-Update geht ja auch beides gemischt. Man kann also in seiner XNA-Applikation hervorragend die Silverlight-Steuerelemente einsetzen und hat auf diese Weise die Möglichkeit, sehr gute Anzeigen zu realisieren oder auch Benutzersteuerungen, um halt so den nächsten Level auswählen zu können oder solche Dinge. Die wichtigsten Charakteristika von den Modern UI sind die extreme Reduktion. Getreu dem Motto, weniger ist mehr, hat man beim Windows Phone sehr viel weggelassen. Man hat begonnen, die Freiräume zu nutzen, man hat begonnen, die Inhalte in den Vordergrund zu rücken durch starke Typografie und man hat alles sowie Chrom, Rand und Verzierung vollständig weggelassen. Die Sache für die Designer ist so, Microsoft sagt immer, man sollte sich dadurch inspirieren lassen. Keiner muss in diesem Modern UI-Style seine Apps entwickeln.
Man kann die Apps bauen, wie man möchte. Man darf die Apps gestalten, wie man sich dies wünscht. Aber man soll sich inspirieren lassen. Ich sage in dem Zusammenhang immer, wer sich ein Windows Phone kauft, der erwartet, dass eine App auch aussieht wie eine Windows Phone App. Und deswegen sollte sie auch dem Style von Windows Phone folgen, sodass der Benutzer ein einheitliches Benutzererlebnis hat und sich nicht plötzlich fühlt wie auf dem iPhone. Ja. Wie sieht es denn nun eigentlich aus, das Phone? Die neue UI ist ungefähr 2009 das erste Mal vorgestellt worden. Und man sieht, die Oberfläche ist sehr viel aufgeräumter. Es gibt keine unnützen Verzierungen, Fenster oder Rahmen mehr. Und das Ganze wirkt wie aus einem Guss. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnern kann an die Version Windows Mobile 6 bzw. Windows Mobile 6.5. Da gab es von HTC mal diese wunderbare Sense-Oberfläche. Die war richtig gut, die hat mir gefallen, die war schön. Ich hab die gerne benutzt. Aber kaum geht man in ein Menü auch nur rein, dann kommen diese unschönen Fenster mit diesem unschönen, altbackenen Fensterlook und das ganze Look and Feel von Sense war dahin. Beim Windows Phone ist es nicht so. Es ist wirklich durchgängig designt und durchgestylt und man hat wirklich den Eindruck, sich in einer Welt zu bewegen. Und das ist eigentlich sehr schön dabei. Anderer Aspekt. Wie ist man eigentlich darauf gekommen? Wie viele wissen eigentlich, wie man darauf gekommen ist? Auf diese Art und Weise? Ah, das ist schön. Nicht so viele. Die Idee war, sich eigentlich daran zu orientieren, wie finden eigentlich Menschen ihren Weg durch große Städte. Wenn man versucht, seinen Weg zu finden, muss man sich an möglichen Markierungen, Wegmarken oder diesen Transportation-Graphics hier orientieren. Und die Designer von Microsoft haben irgendwann festgestellt, dass kräftige Farben, große Schriftzeichen und klare Definitionen jemanden helfen, seinen Weg durch die Stadt zu finden. Und genau das hat man versucht, in die Oberfläche zu bringen. Eine gute Oberfläche soll den Benutzer durch die Applikation führen. Wenn ich also selbst mir eine Oberfläche überlege, sollte das Ziel dieser Oberfläche sein, den Benutzer durch die Applikation hinweg zu führen. Dazu kommt bei Windows Phone noch eine zweite Sache. Man hat versucht, Animationen einzubauen, um Daten lebendig zu gestalten. Alle kennen sicherlich die Dialoge, wenn man diese dann öffnet, dann klappt es so schön auf und ist animiert und die Icons bewegen sich einzeln ins Bild rein. Und mit diesen Animationen hat man den Daten ein wenig Lebendigkeit verliehen. Und das macht das Look and Feel vom Windows Phone aus. Mehr steckt eigentlich nicht hinter dem Konzept von Modern UI. Dazu kommt, Microsoft geht zum ersten Mal einen völlig neuen Schritt. Alle Applikationen, die wir bisher gebaut haben, lebten in dem Fenster. Es gab das Fenster, so wie meine Tastatur hier, und die Applikation war nur in diesem Fenster. Beim Windows Phone ist es anders. Man geht tatsächlich den Schritt weiter und sagt, warum soll die Applikation nicht größer sein als meine Displaygröße? Warum soll die Applikation nicht in dieser panoramaartigen Darstellung wie in diesem News Hub dargestellt werden? Und dieses Konzept bietet den Entwicklern eine wunderbare Möglichkeit, Informationen in einer Zusammenfassung aus verschiedenen Quellen auf sehr übersichtliche Weise darzustellen. Genug gibt es sie sein, kommen wir ein bisschen zur Technologie. Wenn ich mir die Windows Phone-Plattform mal genau anschaue, dann gibt es eigentlich zwei wirklich große, wichtige Bereiche bei der Windows Phone-Plattform. Das ist einmal der Bereich, der auf dem Telefon selbst stattfindet. Und zum anderen ist es der Bereich, der außerhalb von dem Telefon stattfindet. Moderne Applikationen leben heutzutage ja schon lange nicht mehr ausschließlich nur auf den Geräten, sondern auch in der Cloud. Und beim Windows Phone ist es genauso. Es gibt also den Code, der auf dem Telefon lebt und es gibt den Code, der in der Cloud lebt. Und genau für diesen Code gibt es dann auch entsprechende Beispiele. Und heute will ich versuchen, einen ganz kleinen Auszug zu zeigen von ein wenig Code, welches auf dem Telefon lebt
und den Werkzeugen dafür. Für die Cloud, da reicht es dann nicht mehr so ganz von der Zeit. Wenn man sich das genauer und tiefer anschaut, will ich jetzt gar nicht auf jede Box ins Detail eingehen, gibt es wieder die zwei großen Möglichkeiten auszuwählen. Ich kann meine Applikation also in Silverlight oder XNA entwickeln und für diese Session habe ich mich entschieden, eine ganz kleine, einfache Silverlight-Applikation zu entwickeln. Dabei geht es auch weniger darum, dass diese Applikation jetzt so viel tut, sondern mehr darum, welche Konzepte beim Entwickeln hinter der Applikation stecken. Und verwenden werde ich dafür Visual Studio und werde kurz mal ein bisschen zeigen, wie man auch mit Blend so ein paar Sachen überarbeiten kann, welche Möglichkeiten existieren, Daten zur Designzeit eigentlich einzufügen und wie man seine Designer im Projekt damit unterstützen kann, dass Musterdaten verwendet werden während des Designs. Trotzdem ein paar kleine Worte noch zur Softwarearchitektur. Zunächst läuft natürlich jede Software auf einer Hardware. Das bedeutet, wir haben beim Windows Phone eine Hardware, die ist ziemlich eingeschränkt in der jetzigen Version bei 7.5. Das Display hat eigentlich immer eine Standardgröße von 480 x 800 Punkten. Da gibt es eigentlich, soweit ich weiß, gar kein anderes Modell. Und die Prozessoren sind zurzeit alle Single-Core. Dazu kommt, ein Windows Phone hat eine Kamera, mindestens eine. Seit Mango kann es eine Frontkamera haben. Es kann optional einen sogenannten, wie heißt der? Der Sensor, der die Drehung erkennt. Gyroskop. Genau. Das ist optional und es kann halt ein Accelerometer enthalten. An der Stelle übrigens noch ein wichtiger Hinweis, gerade wenn man mit Sensoren sich beschäftigt, man sollte, bevor man auf die Sensoren zugreift, grundsätzlich eine kleine Abfrage in den Code einbauen, ob dieser Sensor in dem jeweiligen Gerät vorhanden ist. Es gibt tatsächlich auch Windows Phones, die kein GPS oder kein Accelerator haben oder andere Dinge. Und es gibt Exceptions, wenn man darauf zugreift und das würde dann unangenehmerweise dazu führen, dass es abstürzen würde, das Programm. Ja, gut, so viel will ich auch gar nicht zu den Details. Wie gesagt, es gibt diverse Hardware. Darüber liegt das Application Model. Das Application Model kümmert sich eigentlich um all diese interessanten Dinge, die wir beim Windows Phone einfach dazu bekommen, zum Beispiel das Lizenzmanagement. Wenn ich eine Windows Phone App entwickle, wie der Kollege gerade vor mir vorgeführt hat, kann ich ja auch einen Trial-Modus machen. Und wenn ich diesen Trial-Modus erzeuge, dann ist es einfach nur eine Instanz einer Variablen, die ich an meiner Application-Klasse abfragen kann, die automatisch gesetzt ist. Je nachdem, wie der Benutzer die App installiert, ob er sie kauft oder im Trial-Modus installiert, kann ich in der App entscheiden, was ich in dem Fall tue oder nicht tue. Ich muss eigentlich so gut wie nichts selber programmieren, sondern nur entscheiden, wenn ich Trial bin, was muss ich denn tun? Es gibt ein UI-Model. Das UI-Model hat so ein Shell-Frame. Ein Kollege vor mir hat gerade gezeigt, wie man Navigation darin realisiert. Darin läuft die ganze Applikation. Und es gibt die Cloud-Integration, die will ich bewusst jetzt erstmal außen vor lassen, weil die Zeit nicht reicht. Die eigentlichen Applikationen laufen in einer Common Language Runtime, wie sie auch in Silverlight vorhanden ist. Die ist so eine Art kleiner Bruder vom .NET Framework und zu 90-95% dem Silverlight gleich, aber sie ist nicht 100% identisch. Das bedeutet, Silverlight-Applikationen können laufen, Silverlight-Bibliotheken können laufen, aber es ist nicht absolut garantiert, dass alles sofort geht. Manchmal muss man auch eine Funktion ersetzen. Dann kommen unsere bekannten Frameworks, die ich schon mehrfach erwähnt habe. Und dann endlich, Schluss letztendlich, unsere Applikation, die wir eigentlich entwickeln wollen. Gut, das Ganze nochmal im Detail. Jeder, der mit .NET entwickelt, an der Stelle ist es mal ganz interessant, gibt es denn nicht .NET-Entwickler in diesem Raum? Ah, okay, einer. Gut, dann kennen ja alle eigentlich die meisten Bibliotheken. Wenn man vom .NET zum Mobile übergeht, ist es eigentlich so, dass sehr viele Bibliotheken existieren. Und die Haupteinschränkung eigentlich darin ist, dass viele Funktionen weniger existieren. Es gibt zwar die grundsätzlichen Bibliotheken, aber es gibt eben diverse Funktionen weniger. Und insofern ist das Wichtigste, was man dann eigentlich beim Übergang zum Mobile erstmal lernen muss, zu wissen, was gibt's eigentlich nicht. Und somit komme ich dann auch schon zu dem ersten Live-Beispiel, dem Twitter-Client.
auch hier mal die Frage, wer kennt Twitter nicht? Ah, okay. Okay, ich wiederhole es mal kurz. Name ist bekannt, Bedienung eher unbekannt. Also 2, 3 einführende Worte zum Twitter. Twitter ist eins dieser wunderbaren sozialen Netze, in dem man so 140 Buchstaben Nachrichten einfach mal so in die Gegend twittern kann. Und es gibt die Möglichkeit, andere zu erwähnen in seinen Tweets. Es gibt die Möglichkeit, andere direkt anzutwittern. Und man hat die Möglichkeit, diverse Links mit anzuhängen. Twitter ist eigentlich sehr praktisch, wenn man kurze Ankündigungen hat, wenn man einfach sagen möchte, hey, ich habe heute Abend eine Session und da könnt ihr mich sehen, ich bin auf der Basta und ich werde dann da einen Vortrag halten. By the way, habe ich übrigens vergessen, vor dieser Session zu twittern. Ja, es gibt verschiedenste Bedienoberflächen für Twitter. Es gibt integrierte Clients, es gibt native Clients. Will ich gar nicht weiter darauf eingehen. Das ist einfach nur ein Foto, Bildschirmfoto von einer Applikation im Browser. Die API für Twitter ist glücklicherweise sehr einfach, weil ich mich jetzt nicht explizit nochmal mit Diensten beschäftigen möchte und nicht zusätzlich nochmal das ganze Dienste-Framework erklären möchte, benutze ich also sozusagen die API von Twitter, mit der ich über eine HTTP-Adresse den jeweiligen Feed einer Person auslesen kann und in dem Fall ist es der Feed von BastaCon, von dieser Konferenz hier. Unter dieser Adresse bekomme ich mein XML. XML hat jeder sicherlich schon gesehen, kennt jeder. Kann ich also mit entsprechenden Methoden, ich gleich noch genauer zeige, zerlegen. Name BastaCon ist der Name des jeweiligen Benutzers und auf diese Weise kann ich durch Austauschen des Namens mir die entsprechenden Feeds für jede Person aussuchen. Wenn ich die Informationen jetzt extrahieren will, brauche ich natürlich zuerst mal eine Klasse, in die ich die Information hin extrahieren kann. Und so habe ich mir überlegt, das Wichtigste ist der Text, das Datum und vielleicht ein Bild von demjenigen, der es getweetet hat. Wobei bei Twitter ist eigentlich gar nicht so sinnvoll, weil die Tweets kommen irgendwie immer alle vom Gleichen, wenn man den von einer Person ausliest. Wie kann ich jetzt allerdings dieses XML zerlegen? Die einfachste Möglichkeit ist, man schaut sich die Struktur genauer an. Die Struktur von so einem XML ist relativ easy. Es gibt die Statuses, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen, also auf Englisch heißen sie Statuses. Heißen die Stati auf Deutsch? Okay, ich weiß nicht, ob man es hören kann, es gibt jetzt 4, 5 Meinungen hier. Ich bleibe dann bei Statuses, weil im Englischen in der Datei heißen sie auch Statuses. Darin gibt es dann die einzelnen Stati, nicht wahr? Und diese wiederum enthalten die jeweiligen Informationen in ihren jeweiligen Knoten, also den Text, das Datum und innerhalb des User-Knotens gibt es die Profile-Image-ID. Also keine allzu komplizierte Struktur, wenn man sich genau anguckt, relativ einfaches XML. Und dieses einfache XML kann ich mit diesem Link-to-XML-Statement, welches ich unten im Code aufgeführt habe, relativ easy zerlegen. Ich hole mir sämtliche Stati in eine Liste. Ich sehe, es gibt Protest gegen das Wort. Ich hole mir sämtliche Meldungen, die der Benutzer gepostet hat, in eine Liste und hole mir dann mit Hilfe des Select-Statements eine Projektion und fülle meine Twitter-Posts aus. Ich nehme an, zu dem Code gibt es jetzt nicht so viele Fragen. Die einfachste Möglichkeit, das XML zu zerlegen. Ja, und dann bin ich auch schon bei der ersten Live-Demo und genauso wie mein Vorredner möchte ich sozusagen eine Twitter-App erstellen. Dazu gehe ich zu meinem Visual Studio und öffne einfach eine leere Windows Phone App. Wenn ich das Windows Phone SDK installiert habe, befinden sich die Vorlagen unter Silverlight for Windows Phone und ich nehme einfach die kleinste, einfachste Möglichkeit, eine App zu erstellen. Das ist eine Windows Phone App. Ich weiß gar nicht, wie viele waren eigentlich in dem Vortrag davor? Würde ich jetzt spontan auf circa die Hälfte schätzen. Dann erkläre ich kurz noch die anderen Vorlagen. Es gibt datengebundene Applikationen. Hier habe ich die Möglichkeit, auf eine bereits vorgefertigte Applikation zurückzugreifen, wo eine kleine Liste von Elementen schon gebunden ist.
Es gibt die Möglichkeit, Klassenbibliotheken zu erstellen. Und ich habe die Möglichkeit, eine Panorama-Applikation zu erstellen, wo bereits so einige Elemente schon so ein bisschen vorgefertigt sind, dass ich schon mal eine Schablone habe und einen ersten Eindruck als Entwickler und nicht auf einer ganz leeren Seite beginnen muss. Eine Pivot-Applikation ist so eine Art Applikation, wo ich die einzelnen Items wie in einem Tab-Control durchswipen kann. Man hat ja nicht mehr die Tabs oben, sondern man swipet ja die Sache von links nach rechts. Und eine Silverlight XNA-Applikation ist quasi eine Applikation, in der Silverlight als Hauptframework läuft und XNA auf einer Silverlight-Seite angezeigt wird. Im Gegensatz dazu, eine XNA-Silverlight-Applikation wäre dann eine XNA-Applikation mit integrierten Silverlight. Der Rest sind ein paar verschiedene Agents. Agents sind im Prinzip dazu da, um Hintergrundaufgaben zu erledigen. Man kann sich vorstellen, eine Bibliothek für eine vorgefertigte Aufgabe, in dem Fall zum Spielen von Musik oder zum Ausführen von Aufgaben. Aber zurück zur einfachen Windows Phone Applikation. Ich nenne diese einfach mal Twitter Reader und lege diese an. Hier habe ich sogar die Möglichkeit, das Phone OS auszuwählen, weil es könnte ja sein, dass ich noch was fürs Windows Phone 7.0 machen möchte. Es gibt immer noch Devices, die mit Windows Phone 7.0 laufen, und wenn ich dann für diese Devices etwas entwickeln möchte, muss ich die entsprechende Version auswählen. Es sind dann im Marketplace zwei verschiedene Instanzen der gleichen App und ich muss es dann auch zweimal kompilieren und zweimal in den Marketplace stellen. Dann warte ich einen kleinen Moment, bis der Assistent fertig ist mit dem Erstellen, und ich habe meine erste Applikationsschablone. In der Applikationsschablone gibt es schon einen vorgefertigten Kopf, der dem Schema von diesem Modern UI entspricht. Und als erstes will ich mal den Titel ein bisschen abändern. Wir sind ja schließlich auf der Buster. Und in dem Fall, Moment, auf der Buster 2012. Und die Seite soll heißen Twitter Client. Soweit, so gut. Jetzt brauche ich natürlich noch meine Klasse, um die Daten extrahieren zu können aus dem Newsfeed. Also lege ich mir einen Folder an, den ich Model nenne. In dem Fall bietet es sich an, solche Klassen in einen extra Folder zu legen, dass man später etwas mehr Übersicht und Struktur hat. Und nenne die Klasse einfach Twitter Post. Und damit das Tippen jetzt nicht ganz so lange dauert und wir ein bisschen schneller vorankommen, habe ich hier mal was vorbereitet. So. Nachdem ich jetzt die Klasse angelegt habe, brauche ich natürlich noch irgendwie eine Möglichkeit, etwas anzuzeigen. Und zu dem Zweck lege ich mir in dem unteren Content-Bereich meiner Seite einfach eine Listbox an. Listboxen sind Elemente, welche mehrere Items darstellen können, und in dem Fall ist einer meiner Twitter-Posts ein Item und ich möchte eine Liste von diesen Items auf den Bildschirm bringen. Das heißt, ich kann jetzt auf zwei Weisen entweder durch Eingeben eine Listbox anlegen, indem ich jetzt Listbox in den XAML-Quellcode schreibe, oder alternativ hätte ich auch hergehen können und eine Listbox im Designer einfach auf die Seite ziehen. Der Listbox gebe ich noch einen Namen. In dem Fall soll diese Listbox LB Posts heißen. Und dann gebe ich ihr noch eine Höhe, dass sie irgendwie wo liegt. Das ist alles nichts Besonderes. Ich will sie auf 400 hoch und ich möchte sie gerne auf eine Breite von 460. Und dass diese Listbox jetzt nicht so mitten auf der Seite rumliegt, möchte ich sie noch top aligned haben. Also setze ich das Vertical Alignment auf top. Und schon habe ich ein kleines bisschen Design gemacht. Und meine Listbox ist hier vorn im Designer zu sehen, vielleicht ein bisschen kleiner, liegt oben in dem Content-Bereich und hat eine Höhe von ungefähr 400 Pixeln. Der untere Bereich wird später noch für weitere Bedienelemente gebraucht, deswegen habe ich den schon mal vorbereitet. Jetzt möchte ich natürlich da ein paar Elemente reinkriegen, und das kann ich am einfachsten tun, indem ich hergehe und, wie ich so gewohnt bin von meiner .NET-Entwicklung, einfach mal ein paar Elemente anlege. Lege ich mir also zwei Twitter-Posts an,
füge noch schnell den Namensraum hinzu und lege da ein paar Daten rein. Eventuell. Dann noch ein Datum. Heute ist der 20.09.2012 und dann noch ein Bild dazu. Und dass ich das wieder nicht tippen muss, habe ich das mal vorbereitet. Das ist nämlich relativ lang. Genau, den zweiten. Und ich sehe gerade, da ist ein ganz kleiner Tippfehler. So, habe ich zwei Twitter-Posts, die ich jetzt anzeigen möchte. Die Twitter-Posts kann ich jetzt direkt an diese Listbox übergeben, und zwar an die Eigenschaft Item Source, gleich nachdem ich die Zeilen hier abgeschlossen habe. Meine Listbox heißt LB Posts und die Eigenschaft heißt Item Source. Und der weise ich dann einfach diese zwei zu. Dabei ist es egal, Hauptsache das, was ich zuweise, ist aufzählbar. Also im einfachsten Fall wäre es ein Array, was aufzählbar ist. Also ein einfaches Array mit diesen zwei Posts. Und wenn ich das jetzt laufen lasse, wer weiß, was passiert? Was sehe ich dann Schönes? Ich habe schon die richtige Antwort gehört. Ich sehe, einen kleinen Moment noch, der Emulator ist gleich soweit. Ich sehe die Typen. Und jetzt kommt die Frage, wer weiß auch schon, woran es liegt? Der Grund ist, ich habe noch kein Template festgelegt. Das heißt, die Listbox braucht Informationen darüber, wie sie etwas darstellen soll, weil wenn ich einfach nur eine Liste von Elementen in eine Listbox hineinpacke, dann kann diese Listbox die Elemente gar nicht darstellen. Und das Standardverhalten der Listbox ist, sie stellt einfach den Text dar, welcher den Namen des Typen enthält. Beziehungsweise, den Namen des Typen ist noch nicht ganz korrekt. Es ist eigentlich die Ausgabe der ToString-Methode. Und das, was dann da rauskommt, wird dargestellt. Und um das jetzt zu verbessern, gehe ich schnell hierher in meine Mainpage und füge dieser Listbox ein entsprechendes, ich muss mal gerade hier das Programm anhalten, ein entsprechendes Template hinzu. Bisschen wenig Platz auf dem Bildschirm. So. Das heißt, ein Item Template. Genau, Item-Template habe ich auch vorbereitet. Das würde wieder ein bisschen lange dauern einzutippen. Und wenn ich es jetzt anzeige, klar, dann sehe ich die zwei Twitter-Posts, so wie ich die Beispieldaten gestaltet habe. Und ich kann bereits erste Texte sehen und lesen. Bis dahin jetzt noch nicht so spektakulär. Es geht nicht unbedingt um die Twitter-App, es geht später um die Application States, die Zustände und wie man die App umstellt. Genau. Jetzt ist die Sache aber eigentlich sehr unpraktisch. Wenn ich mir das jetzt genau anschaue, dann kann ich als Designer hier erstmal nichts erkennen. Es ist eigentlich total ungünstig für mich als Designer zu wissen, naja, wie soll ich denn jetzt die Sachen anordnen? Ich habe die Sachen jetzt mal so, als ich es erstellt habe, mir überlegt, ein Stackpanel, welches in der horizontalen Ausrichtung ein Bild neben einem weiteren Stackpanel darstellt und in dem Stackpanel befinden sich zwei Texte. Das geht noch dafür. Aber wenn es komplexer wäre, würde man sich eigentlich wünschen, dass man irgendwie Musterdaten hat. Und um da Musterdaten reinzukriegen, gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Ich kopple zunächst im ersten Schritt mal ein View-Model aus.
Das heißt, ich brauche jetzt eine weitere Klasse, die einfach ViewModel heißt. Die erstelle ich mir jetzt hier mal so. Aus Bequemlichkeit gleich in dieser Datei. In einem größeren Projekt würde man die natürlich in einer eigenen Datei erstellen. Und dieses ViewModel enthält eine aufzählbare Collection meiner Twitter-Posts, also öffentliche Eigenschaft. Namensraum noch hinzufügen und Twitter-Post noch einfügen und die nenne ich jetzt einfach mal Posts. Noch ein Getter und ein Setter ran. Und dann reicht es erstmal für ein einfaches Modell. Anstelle, dass ich die jetzt direkt in die Box packe, lege ich mir noch ein Modell in meiner Main-Klasse an. Und packe dann die dort entsprechend rein. Zunächst muss ich das Modell erstmal instanziieren. Und dann muss ich die Eigenschaft Posts noch initialisieren. Und die Twitter-Posts werden dann damit initialisiert, dass ich die zwei Posts da reinlege. Nachdem ich das dann getan habe, liegen meine zwei Posts also nicht mehr direkt da drin, sondern in dem Modell. Und jetzt kann ich das Modell den Data Context zuweisen, und zwar dem Data Context meiner aktuellen Seite. Und kann die Eigenschaft Posts aus dem Modell an die Eigenschaft ItemSource meiner Listbox binden. Ah, ich bin eine Zeile verrutscht. Danke. Dazu schreibe ich einfach hin Binding und schreibe die Eigenschaft, an die ich binden möchte, in dem Fall Posts. Bis jetzt hat sich noch nicht so viel verändert. Ist jetzt noch nicht so viel anders. Aber im gleichen Zuge kann ich jetzt hergehen und kann mir einen Folder Sample Data anlegen. Der Name der Folder, die ich anlege, ist eigentlich egal, aber mein Vorschlag ist immer, die schon so selbstsprechend zu wählen in den Projekten, dass man natürlich seine Elemente, die man da reinlegt, möglichst schnell wiederfindet, und Sample Data hat sich hier wirklich bewährt. Da drin lege ich dann noch eine XAML-Datei an, in die ich die Sample Data ablegen möchte, und XAML-Dateien legt man mit Visual Studio an, indem man Textdateien anlegt. Das liegt daran, weil es kein direktes Template für XAML-Dateien gibt. Man kann es auch außerhalb anlegen und dann ins Projekt inkludieren. Das ist egal. Und die XAML-Datei, die nenne ich einfach mal PostsData. Als nächstes muss ich der XAML-Datei noch sagen, dass sie überhaupt XAML-Data enthalten soll. Und das mache ich durch die Eigenschaft Build Action Design Data. Und dann kann ich hier drin mein ViewModel instanziieren. Muss noch den Namensraum entsprechend inkludieren, wie bei XML üblich. Und kann innerhalb des ViewModels, gleich nachdem ich die Solution einmal gebaut habe, meine Eigenschaft mit entsprechenden Twitter-Posts anreichern. Um jetzt wieder nicht so viel tippen zu müssen, habe ich das Ganze nochmal vorbereitet und die zwei Sample-Posts sozusagen schon mal fertiggestellt. Und wenn ich jetzt auf der Main-Page den entsprechenden Kontext setze, und zwar kann ich jetzt hier mit Hilfe dieser Vorsilbe D spezielle Attribute setzen, die sich auf den Designer beziehen. Das heißt, der Namensraum D ist dafür da, verschiedene
Designer-Attribute zu setzen, die zur Laufzeit keine Bedeutung haben, die nur während der Designzeit ausgewertet werden. Und auch das habe ich kurz vorbereitet. Und wenn ich dann treffe und das an die richtige Stelle schreibe, dann ist es auch weniger blau da unten. Ganz kurz gucken, Posts Data. Und dann erscheinen wie durch Magie meine Sample-Daten in meinem Visual Studio. Ich mache das mal ein bisschen größer, dass man es auf dieser Seite besser sieht. Wenn ich jetzt Änderungen an diesem Item-Template vornehme, werden die natürlich sofort Auswirkungen haben auf meine Sample-Daten und ich kann sofort sehen, wenn ich hier etwas größer oder kleiner gestalte, dann geht es auch auf der anderen Seite ganz genau mit. In dem Fall kann ich das Bild größer machen, indem ich jetzt einfach sage, das Bild ist 90 mal 90 Pixel und ich habe dann ein größeres Bild. Wenn jetzt der Designer daran arbeiten möchte, hat er die Möglichkeit, einfach das ganze Projekt in Blend zu öffnen. In dem Fall muss ich es noch speichern, weil ich es gerade geändert habe. Und ich muss bestätigen. Und der Designer kann jetzt hergehen, kann auf die Listbox für die Posts navigieren, kann dann mit der rechten Taste die Additional Templates bearbeiten, darin das Item Template und hierin das aktuelle Template. Und ich bin jetzt in einer Live-Ansicht meines Templates und kann jetzt die Elemente auswählen und beliebig in Farbe, Form und Größe verstellen. Wie man es von visuellen Designern her kennt, kann mein Bild auch wieder in der Größe zurücksizen, kann die Elemente anders anordnen. Und wenn ich dann wieder fertig und zufrieden bin, schließe ich Blend, speichere die Änderungen und sehe alle Änderungen auch sofort wieder im Visual Studio. Genau. An der Stelle erstmal wieder weiter ein Stückchen mit Präsentation. Der Lifecycle. Windows Phone Apps haben die Eigenschaft, dass immer nur eine Applikation gleichzeitig im Speicher bzw. im Vordergrund laufen kann. Das heißt, es ist immer nur eine App, die wirklich gerade läuft, es sei denn, es handelt sich um einen Hintergrunddienst. Und um das genauer zu verstehen, muss man sich den Lifecycle etwas genauer angucken. Zunächst ist die Applikation im Zustand geschlossen. Das heißt, die Applikation läuft nicht. Aus dem Applikationszustand geschlossen kommt man über das Ereignis Launching in den Zustand Running. Aus dem Zustand Running kommt man durch mehrfaches Betätigen, bis die Applikation nicht weiter zurück navigieren kann, mit der Back-Taste wieder in den Zustand geschlossen. Dazwischen passiert nichts, das ist der kleinste Cycle, kleiner geht's nicht. Man kann die Applikation starten, die Applikation teilt mit, sie ist Launching. Man kann die Applikation beenden und sie teilt mit dem Event Closing mit, sie wird wieder geschlossen. Aber was ist, wenn die Applikation läuft und es kommt ein Anruf? Dann geht die Applikation in den Zustand Dormant. Und während die Applikation diesen Zustand geht, kommt das Deactivated-Ereignis. Wenn das Telefongespräch zu Ende ist und man die Telefonapplikation wieder beendet, geht die Applikation zurück in den Zustand Running und dabei kommt das Activated-Ereignis. Auch das wäre alles noch gar kein Problem, weil man hat ja vier verschiedene Ereignisse. Man weiß genau, von welchem Zustand komme ich in welchen Zustand. Alles ist gut und kein Problem. Wäre dann nicht der nächste Zustand Tombstone, nachdem sich bis zu 5 Applikationen im Zustand Dormant befinden, entscheidet das Windows Phone Betriebssystem spontan und selbstständig, Applikationen in den Tombstone-Zustand zu schicken. Und der Unterschied zwischen Dormant und Tombstone ist signifikant. Bei Dormant liegt der gesamte Arbeitsspeicher der Applikation noch im RAM. Die Applikation ist arbeitsfähig, der Thread steht an der Stelle, wo er stehen blieb und läuft genau da weiter. Bei Tombstone ist der Arbeitsspeicher der Applikation weg. Das Problem an der Sache ist, man kriegt aber immer jeweils das Activated-Ereignis. Um das zu unterscheiden, gibt es sozusagen eine Property des Activated-Ereignis, welches sagt, ist denn der Zustand erhalten oder nicht.
anhand dessen kann man entscheiden, muss ich selbst wiederherstellen oder nicht. Aber speichern muss man immer, wenn es Deactivated-Ereignis kommt, weil es gibt keine Information, wann von Dormant nach Tombstone der Übergang erfolgt. Und das bedeutet, ich habe keine Möglichkeit einzugreifen. Ich muss immer im Deactivated speichern, wenn ich denn was zu speichern habe. Wenn man sich die ganze Sache noch ein bisschen genauer anschaut, sieht es also so aus, ich habe 4 Ereignisse, die werden in der Application bereitgestellt. Dafür gibt es diese App-XAML und App-CS-Dateien und in der App-CS sind die Schablonen für diese 4 Ereignisse bereits vorgefertigt und diese Folie zeigt, was muss ich wann machen. Es ist ein bisschen tricky. Die App, die ich gerade entwickelt habe, soll jetzt noch eine weitere Funktion bekommen. Und zwar möchte ich jetzt eine Möglichkeit hinzufügen, dass diese App auch wirklich Daten aus dem Netz holt. Dazu gehe ich zunächst her und beschaffe mir eine Textbox. Wie gesagt, von der App-Logik her sicherlich nicht so spektakulär wie der Animal-Poster, aber hier geht es mehr um Zustandsverwaltung und Applikations-Lifecycle und so weiter. Und ein Button, einfach damit rein. Ja, genau. An der Stelle genug Design. Die Textbox bekommt den Namen tb-username. Und der Button bekommt den Namen buttonload. Die Textbox bekommt noch einen gültigen Benutzernamen, zum Beispiel Bastercon, welcher dann auch als Twitter-Tag existiert. Und wenn man möchte, kann man den Button noch umbeschriften, ihm noch einen neuen Content geben, in dem Fall zum Beispiel Load. Genau. Jetzt gibt es verschiedenste Möglichkeiten, einen Event-Händler an den Button zu attachen. Die einfachste Möglichkeit, den Click-Händler zu attachen, ist ein Doppelklick auf den Button und man steht gleich direkt in der entsprechenden Event-Händler-Methode. Um jetzt etwas herunterladen zu können, brauche ich einen Web-Client. Web-Client ist genauso wie im .NET-Framework auf dem Telefon schon vorgefertigt. Also lege ich mir einfach einen Web-Client an. Und initialisiere diesen. Und bereite schon mal vor, das asynchrone Herunterladen aus dem Web. Das heißt, ich kann also das asynchrone Download-Done-Event verwenden, was Download-String-Completed heißt. Hänge hier ein Lambda hinten ran, um das Event zu verarbeiten. Und bereite dann auch schon mal den Button vor, indem ich ein wenig Code einfüge, um wieder ein bisschen Tipparbeit zu sparen, ein bisschen schneller zu sein. Das ist dann in dem Fall die Adresse, die ich bereits vorgestellt habe, welche zusammengefügt wird mit dem Text aus der entsprechenden Textbox, welche hier im Beispiel tb-username heißt. Und dann rufe ich den asynchronen Download auf. Dieser findet im Hintergrund statt. Und wenn der Download fertig ist, wird dieser Lambda aufgerufen. Und in diesem Lambda werde ich dann sozusagen genau dieses Auseinandernehmen mit Link-to-XML durchführen und das der Listbox zuweisen. Auch das habe ich vorbereitet, weil es mit Tippen etwas länger dauern würde. An dieser Stelle fehlt noch die Bibliothek Link-to-XML. Die wird dann einfach als Referenz eingebunden. Ich suche mir die entsprechende Bibliothek, füge diese hinzu und habe die Namensräume jetzt verfügbar. An der Stelle muss ich noch kurz die Variablennamen für die Posts korrigieren. Und dann passt es zusammen. Und wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, läuft meine Applikation und ich kann für die Buster-Konferenz die Inhalte aus dem Netz herunterladen. Ist da noch nicht so spektakulär. Man stellt sich jetzt vor,
jetzt passiert genau die Situation. Telefonanruf kommt, den kann ich leider jetzt so ohne weiteres nicht simulieren, aber ich kann die Kamera aufmachen. Okay. Dann nehme ich die Suchtaste. Emulator ist nicht so schnell. Zweite Applikation startet und ich kehre wieder zurück zu der Applikation. An der Stelle darf man sich nicht täuschen lassen. Die Applikation war im Zustand dormant und kam wieder mit allen Speicher zurück. Wenn das jetzt nicht der Fall gewesen wäre, wenn die Applikation jetzt über den Zustand Tombstone gelaufen wäre, wären sämtliche Informationen verloren gewesen. Um das zu simulieren beim Testen, gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Ich kann auf die Eigenschaften gehen und kann die Eigenschaften der Applikation im Debugfeld umsetzen und kann hier Tombstone simulieren. Wenn ich das Gleiche wiederhole, die Applikation wieder laufen lasse und dann die Informationen für die Buster runterlade und jetzt hergehe und etwas anderes öffne, dann wieder zurück navigiere, dann ist die Applikation in dem Zustand, in dem sie vor, also gleich nach dem Start war. Und um das zu verhindern, muss man diese Application Cycle Events nutzen und die Informationen speichern. Das geht auch wieder relativ einfach. Ich habe da mal was kurz vorbereitet. Zunächst schließe ich die Eigenschaften und gehe in die Application-Datei. Und hier füge ich mir ein Feld und ein paar Methoden zum Lesen und Schreiben von Daten ein. Das heißt, ich brauche zunächst ein Feld für den Usernamen, welches ich in der Application-Instanz halten möchte, als öffentliche Eigenschaft. Dann brauche ich noch eine Methode, um es in den Isolated Storage zu schreiben und eine Methode, um es wieder aus dem Isolated Storage herauszulesen. Die zweite Möglichkeit, Informationen zu sichern, ist das State Object. Ein State Object, muss man wissen, ist ein Dictionary, welches nur dann verwendet werden kann, wenn man über den Zustand Tombstone geht. Wenn man über den Zustand Closed geht, dann werden alle Informationen im State Dictionary zerstört. Das heißt, State Dictionary funktioniert nur so lange, wie man zwischen Closed und Running schaltet und das Isolated Storage kann immer verwendet werden. Deswegen gibt es diese zwei Methoden, einmal speichern in Isolated Storage und einmal speichern ins Object Dictionary. Und die Methoden baue ich jetzt in die entsprechenden Event-Händler ein, sodass ich also beim Starten der Applikation die Information zunächst aus dem Isolated Storage lade, dass ich dann beim Aktivieren der Applikation die Informationen aus dem Object State lade. Allerdings muss ich das nur tun, wenn wirklich die Applikation nicht preserved war. Das bedeutet also, ich kann abfragen, ob in den Event Args Applikation preserved war oder nicht. Und in dem Fall, wenn es nicht preserved war, muss ich es laden. Beim Speichern muss ich in beide speichern. Das bedeutet, ich muss sowohl in Isolated Storage als auch in den Object State speichern. Und beim Schließen der Applikation reicht es völlig, in den Isolated Storage zu speichern, weil logischerweise der Object State sowieso gelöscht wird. Ja, bitte. Das ist ungefähr 10 Sekunden. Also die Frage war, wie viel Zeit ist zum Speichern? Es sind ungefähr 10 Sekunden, die Maximalzeit sind zum Speichern, tendenziell eher weniger. Also man sollte da so schnell wie möglich versuchen zu speichern. Mein Vorschlag ist an der Stelle bei größeren Applikationen anders vorzugehen und das nicht auf diese Weise, also nicht erst alles am Ende der Applikation zu speichern, sondern bereits beim Verlassen der Seite. Wenn ich also jetzt eine 5-6-seitige Applikation habe und ich bin jetzt auf eine große Datenmenge angewiesen, die ich wirklich sichern möchte, dann würde ich vielleicht sogar auf der Seite beim Eintreffen bestimmter Ereignisse, wo ich genau weiß, diese Daten sind jetzt schon ziemlich final, die einfach schon dann speichern. Beim Laden ist es ja weniger kritisch, da habe ich ja dann mehr Zeit. Aber es ist problematisch, wenn ich jetzt richtig große Mengen nur zum Ende der Applikation wegspeichern möchte. Also das ist eher das Prinzip zu erklären und zu zeigen, speichern sollte ich eigentlich immer dann, wenn ich weiß, ich fasse das nicht mehr an, das ändert sich jetzt eine ganze Weile sowieso nicht mehr und dann kann ich es auch schon ein bisschen früher wegspeichern, während die Applikation eben noch läuft und dass nicht am Ende so eine Klumpen entstehen, die dann möglicherweise die Speicherzeit überschreiten.
Aber hier erstmal nur das Prinzip, erstmal rein, ja, rein die Strategie vorgehen. Und wenn ich das gemacht habe, dann muss ich jetzt noch eine Stelle finden, wo ich das auf die Seite übertragen kann. Und dafür bieten sich die Unnavigated To und Unnavigated From Ereignisse an. Und so navigiere ich jetzt zurück in meinen Quellcode hier auf meine Seite und baue zusätzlich noch zwei Ereignishändler ein, indem ich die entsprechenden Methoden überschreibe. Das ist dann einmal die OnNavigated From. Und wenn man wegnavigiert von der Seite, muss ich die Information in die App schreiben. Das heißt, ich muss also sozusagen auf meine App zugreifen und der Zugriff auf die App erfolgt mit Hilfe einer statischen Zustandsvariable der Application-Klasse und der Eigenschaft Current. Diese Current-Eigenschaft enthält allerdings eine App vom Typ Application, wie ich sie selbst erstellt habe, deswegen muss ich sie noch vorher casten und dann steht mir hier drin zur Verfügung der Username. Der Username ist gleich dem Inhalt meiner Textbox, also Textbox Username Text. Und das Gleiche muss ich natürlich auch wieder beim auf die Seite navigieren machen, weil wenn ich die Seite wieder betrete, muss ich das ja wieder herstellen. Also die andere Methode noch. On navigated to. Zugriff erfolgt wieder auf die gleiche Weise. Nur halt umgekehrt. Das heißt, Textbox Username, Text ist gleich der Eigenschaft in der Applikation. Und wenn ich diese Applikation jetzt wieder auf die gleiche Weise beende und unterbreche, ich lade mal kurz. Habe ich einen Tippfehler gemacht? Ja. An der Stelle noch ein Tipp. Wenn man die Tastatur nicht als Bildschirmtastatur benutzen möchte im Emulator, kann man die Bild-nach-oben-Taste bzw. die Bild-nach-unten-Taste verwenden, um die Tastatur ein- bzw. auszublenden und kann dann mit seiner Tastatur hier andere Texte reinschreiben. In dem Fall Bastacon. Die einzige Variable, die ich mir bisher gemerkt habe, war diese Bastacon. Und wenn ich jetzt also die Applikation beende und zurückkehre, dann bleibt meine Bastacon hier erhalten. Wenn ich jetzt noch will, dass auch die Feeds wieder angezeigt werden, müsste ich das Gleiche tun, müsste also hergehen, mir wieder entsprechende Variablen schaffen und müsste die Informationen, die da drin stehen, alle entsprechend wegspeichern und dann wieder zurückladen. An der Stelle sei erstmal nur das Prinzip erklärt. Ich will jetzt nicht jeder einzelne Feed abspeichern. Ja, wenn ich mir das Ganze also im Überblick anschaue, was wir gerade gemacht haben, dann haben wir also die verschiedenen Zustände verwendet, um zu entscheiden, wann eine Speicherung erforderlich ist und wann nicht. Und wir haben die zwei Seitennavigationsereignisse verwendet, um die Informationen aus dem zentralen Applikationscache sozusagen, den wir in der App-Klasse erzeugt haben, auf die Seite zu bringen bzw. wieder von der Seite in den Cache zu bringen. Und diese Grafik zeigt dann den kompletten Ablauf. Das bedeutet, zunächst ist die Applikation geschlossen, es kommt das Launching-Ereignis und als nächstes kommt das Navigated To-Page-Ereignis. Das heißt, es kommen tatsächlich zwei Ereignisse hintereinander. Ich nehme an, die Grafik ist soweit einigermaßen verständlich, also gehe ich einfach mal weiter. Genau. MVVM. Ein wenig kurze Einführung zum MVVM und eine kurze Motivation. Warum eigentlich? Das Model View Controller Pattern ist ja eigentlich schon sehr lange bekannt, wird schon ewig eingesetzt in diversen Programmiersprachen und definiert sich dadurch, dass es entsprechende Beziehungen zwischen dem Modell, der View und dem Controller gibt. Nun ist das allerdings für das Testen noch nicht so die optimalste Lösung, weil eine UI-Automation oft große Herausforderungen und Anforderungen stellt und gar nicht so einfach ist. Deswegen hatte man das Passive View Pattern eingeführt
und hat beim Passive View Pattern einfach sämtliche Verantwortung in die Hände des Controllers gelegt und hat gesagt, die View selber macht erstmal gar nichts Aktives mehr und alles geht vom Controller aus. Der Controller holt die Daten aus dem Modell und der Controller steuert die View und somit muss ich ja dann auch nur noch in meinem Unit-Test lediglich den Controller testen. Eine kleine Abwandlung von diesem Modell ist das sogenannte Presentation Model. Das Presentation Model hat eigentlich genau die gleichen Beziehungen zum Presentation Modell, allerdings mit einer Kleinigkeit: mit Hilfe der WPF-Data-Bindung gibt es auch eine Beziehung von der View zum View Model. Da die WPF-Data-Bindung aber Bestandteil des Frameworks ist, ist es an dieser Stelle überhaupt nicht mehr erforderlich, diese Beziehung in dieser Richtung auszutesten, da das Microsoft schon getan hat und diese inzwischen stabil ist. Und deswegen besteht die Möglichkeit, auch hier mit den Unit-Tests nur den Controller zu testen. Wenn es also gelingt, sämtliche direkten Beziehungen zwischen View und View-Model zu entfernen und dies durch reines Binding zu erledigen, dann ist dies sehr leicht Unit-testbar. Wie kann man das erreichen? Indem man den View-Data-Kontext auf das View-Model setzt und den Rest über entsprechende Bindungen. Dazu ein kurzer Ausflug zu den Data Bindings. Data Bindings sind eigentlich lose Kopplungen. Das bedeutet, es gibt auf der einen Seite eine Variable, auf der anderen Seite gibt es auch eine Variable und dazwischen ist das Binding Framework und Ziel der ganzen Aktion ist es, wenn sich die eine Variable auf der einen Seite ändert, die Variable auf der anderen Seite zu aktualisieren. Im .NET Framework gibt es zwei Möglichkeiten, solche Bindings zu benutzen. Entweder implementiert man die iPropertyChanged-Schnittstelle oder man verwendet gleich Dependency-Properties, die haben das dann sowieso schon von selbst in sich. Ja, die Bindung kann auf drei Arten erfolgen. Im Windows Phone gibt es keine One-Way-to-Source-Bindung, deswegen an der Stelle gestrichelt. Bei WPF bzw. bei anderen gibt es die. Ein wenig noch zur Funktionsweise. Es gibt dann das View-Modell. Das View-Modell wird, wie bereits in unserem Beispiel, dem Data-Kontext des jeweiligen Framework-Elements zugewiesen. Und da drin gibt es dann die UI-Container, welche dann ihre Eigenschaften enthalten. Und die Eigenschaften werden jeweils auf Eigenschaften des View-Modells gebunden. Entweder in einer Richtung oder in mehreren Richtungen. Und Ziel ist es jetzt, unsere Applikation dahin zu ändern. Eine einfache ViewModel-Klasse könnte zum Beispiel so aussehen, wie die ViewModel-Klasse hier auf diesem Slide, mit einer einfachen Text-Property. Der Data-Kontext eines Containers. Interessant ist an der Stelle, dass man jeden Container seinen Data-Kontext setzen kann. Das bedeutet also, man kann den Data-Kontext eines Grids setzen, man kann den Data-Kontext einer Seite setzen, man kann den Data-Kontext einer einzelnen List-View setzen. Dabei wird der Data-Kontext jeweils an die untergeordneten Elemente weitervererbt. Und im Beispiel sei das jetzt hier mal ein Grid und in dem Grid befindet sich ein einfacher Textblock und die Eigenschaft Text-Property des Textblocks soll eben dort gebunden werden. Und durch Setzen des entsprechenden Data-Kontexts kann man mit dem Binding-Ausdruck, wie dort beschrieben, die Verbindung herstellen. In dem Fall übrigens One-Way, weil ein Textblock kann sowieso nichts schreiben, deswegen reicht da auch One-Way in einer Richtung gebunden. Wenn man sich die Beziehung noch mal ein wenig genauer anschaut, dann ist es so, dass auch hier alle Aktionen vom View-Model ausgehen. Das heißt, zunächst holt sich das View-Model die Informationen aus dem Modell, welches die Daten repräsentiert und bringt diese Daten mittels Binding in die View. Die View zeigt die Daten an und mögliche UI-Interaktionen und Ereignisse werden mittels entsprechenden Bindungen zurück in das View-Model gebracht. Das View-Model übernimmt die Verarbeitung, aktualisiert möglicherweise das Datenmodell und gibt dann die neuen Informationen gegebenenfalls wieder zurück an die View. Das heißt, die gesamte Verarbeitung und der gesamte logische Programmcode befinden sich nur noch im View-Model. Die View ist vollkommen frei davon. Und im Idealfall besteht sie nur noch aus einem Konstruktor mit dem Initialize Components, was allerdings nicht immer möglich ist. Genau, die Aufgabentrennung habe ich nochmal auf der Folie notiert.
zum Nachlesen. Ich zeige mal kurz, wie das geht. Dazu hole ich mir wieder mein Visual Studio. Und brauche jetzt als nächstes erstmal ein MVVM-Framework. Ah, das ist eine ganz interessante Frage. Wer hat bereits für MVVM schon benutzt, eingesetzt, auf dem Telefon, auf anderen? Ah, das sind eine ganze Menge. Das waren, glaube ich, 4 oder 5. Gut. Zunächst halte ich erstmal die Applikation an, dass ich was ändern kann. Und im nächsten Schritt lade ich mir jetzt mein MVVM-Framework in dieses Projekt. Dazu verwende ich diesen NuGet Package Manager, welcher dazu da ist, verschiedene Pakete zu aktualisieren oder zu installieren, und benutze den Befehl Install Package. Das Praktische an diesem Package Manager ist, man selbst muss sich nicht mehr darum kümmern, wo genau die Bibliotheken liegen, wo man sie herbekommt. Die meisten Bibliotheken, die am gebräuchlichsten sind, gibt es alle über diesen Package Manager, und ich kann sie einfach in mein Projekt einfügen. Was hat der Package Manager jetzt geändert? Der Package Manager hat zunächst diese Referenzen auf die Bibliotheken hinzugefügt und hat zusätzlich noch, muss ich gerade kurz gucken, hat zusätzlich einen Ordner mit dem View-Modell angelegt, hat mir eine Schablone für das View-Modell angelegt. Das heißt, das erste View-Modell hat der Package Manager schon für mich angelegt, brauche ich gar nicht selber machen. Und er hat einen View-Model-Locator für mich angelegt. Den Locator werden wir später brauchen. Jetzt will ich das Projekt transformieren. Dazu muss ich die Informationen komplett aus meinem Code Behind in das ViewModel übertragen. Erstmal alle zu. Mein Code Behind und mein ViewModel. Als ersten Schritt hole ich mir diese Collection und übertrage die in mein neues ViewModel und werfe das alte ViewModel weg. Nicht im Konstruktor, sondern dahinter. Die Namensräume noch übernehmen. Dann unkommentiere ich diesen Code hier noch. Der Code dient der Unterscheidung, ob was im Designer läuft oder außerhalb des Designers, ob es ausgeführt wird oder sich gerade im Designer befindet. Eine Tastenkombination Steuerung K U kann ich die Kommentierung aufheben. Und kann dann meine Observable Collection initialisieren. Die zwei Navigationsereignisse werfe ich jetzt erstmal raus, die stören im Moment. Und dann hole ich mir den Webclient. Das Modell brauche ich nicht mehr. Den Webclient nehme ich auch mit rüber in mein ViewModel. Genau genommen kann ich jetzt alles relativ 1:1 erstmal rüber transferieren. Der muss noch initialisiert werden. Dann brauche ich noch den Download Complete Event. Die Initialisierung hier drüben brauche ich nicht mehr. Die Initialisierung brauche ich auch nicht mehr. Die entsprechenden Namensräume müssen wieder eingebunden werden. Und an dieser Stelle brauche ich auch die Variable nicht mehr, weil die Eigenschaft Posts sich hier direkt in dem Modell befindet. Die meisten Dinge sind schon übertragen. Jetzt gibt es noch den Button. Der Button wird mittels eines Command-Händlers realisiert. Das bedeutet, ich muss in meinem View-Modell jetzt einen Command-Händler anlegen. Das mache ich, indem ich jetzt ein neues Relay-Command erzeuge, öffentliche Eigenschaft,
und wieder den entsprechenden Namensraum einbinde und das Ganze Load Command nenne. Auch wieder schreib- und lesbar. Und mir diesen Code hier schon mal in die Zwischenablage kopiere. Der Command-Handler wird dann noch initialisiert, indem ich einen neuen Relay-Command erzeuge. Das heißt, mein Load-Command ist gleich neues Relay-Command. Und hier übergebe ich einen Lambda-Ausdruck, welcher ausgeführt werden soll, wenn der Button später geklickt wird. Und das ist dann genau dieser Code an der Stelle. Das einzige Problem, was ich jetzt kriege, ist, ich habe hier in diesem Modell überhaupt gar keinen Zugriff mehr auf diesen Text. Um das Problem zu lösen, baue ich mir eine weitere Eigenschaft, die in dem Fall Username heißt. Und auch erstmal gelesen und geschrieben werden kann. Um jetzt aber Änderungen an dieser Eigenschaft mitzubekommen, brauche ich hier zusätzlich ein Backing-Field, um beim Setzen vergleichen zu können, ob sich die Eigenschaft überhaupt geändert hat oder nicht. Das mache ich durch direktes Vergleichen, nicht Client. Wenn der Username gleich dem Wert ist, dann kann ich rausspringen aus der Funktion. Wenn er nicht gleich ist, kann ich den Wert setzen und die entsprechende Funktion aufrufen, welche das Ereignis auslöst, dass sich der Wert geändert hat. Und auch hier muss ich dann noch mitteilen, welcher Wert sich geändert hat. In dem Fall ist es der Username. Dann kann ich hier an dieser Stelle einfach den Benutzernamen einfügen. So, mal schauen, was noch fehlt. Den Button haben wir. Den Client haben wir. Und die Musterdaten nehme ich noch kurz mit in die Zwischenablage. Und damit ist meine Code-Behind-Datei schon erstmal wieder sauber. Kein Code mehr drin, kein Funktionscode drin, keine Funktionslogik. Das sieht doch schon gut aus. Die Musterdaten lege ich jetzt hier hin, um einen alternativen Weg zu zeigen, wie man Sample-Daten mit dem MVVM-Framework in die Applikation bringen kann. Das werde ich später machen, wenn da noch Zeit bleibt. Im Moment will ich erstmal die Applikation fertig umstellen. Dazu gehe ich dann auf die XAML-Seite und muss hier natürlich noch den entsprechenden Data-Kontext setzen. Der Data-Kontext verwendet die Main-Eigenschaft unseres Locators und der Installer war bereits so freundlich, uns diese Locator-Klasse entsprechend anzulegen und auch schon in der App-XAML als Ressource zu registrieren. Deswegen kann ich jetzt darauf zurückgreifen und habe hier in meiner Source-Eigenschaft, na, das ist ja seltsam. Wenn ich dann Binding davor schreibe, habe ich hier in meiner Source-Eigenschaft, na, das die Möglichkeit, auf die entsprechende Ressource zuzugreifen. Und die heißt Locator. Genau, das hier ist noch blau und da kringelt, weil die Applikation noch nicht übersetzt wurde. Wenn ich die Applikation jetzt übersetze, sind die Sachen auch verfügbar und es ist nicht mehr blau und da kringelt. Ah ja, da gibt es noch eine Kleinigkeit. Ja, das ist richtig, das Modell heißt nicht mehr so wie hier. Das ist korrekt, das ist kein Problem. Die Datei nehme ich jetzt erstmal kurz raus, brauche ich jetzt erstmal nicht weiter. Natürlich kann ich es dann auch so nicht mehr benutzen. Ich will dir einen alternativen Weg zeigen, wie man die Sample-Daten da reinbringt. So, das habe ich. Jetzt muss ich noch das Command anbinden. Das bedeutet also, ich gehe zu dem Button, entferne den Klickhändler und binde hier das Command an. An die entsprechende Load-Command-Eigenschaft. Und gehe dann zu meinem Button und binde hier noch den entsprechenden Text. Und wenn ich die Applikation jetzt starte, dann muss ich das, ja, ich sehe es, ja, ich habe den
Sicher ist sicher. Schreiben wir es einfach nochmal hin. Ja, wenn ich jetzt hier den gültigen Tag eingebe, dann kann ich sozusagen die Tweets wieder runterladen. Und ich habe die Applikation relativ leicht on the fly auf MVVM umgestellt. Ich wundere mich gerade. Habe ich irgendwas übersehen? Mal schnell gucken. Gucken wir mal kurz an den wichtigen neuralgischen Stellen, ob wir da überall vorbeikommen. Müsste eigentlich da sein. Die Listbox ist noch gebunden von vorher. So, starten den Download. Gut, ich kann gerade nicht erkennen, warum der Download jetzt kein Ergebnis liefert. Bitte? Eigentlich müsste es müsste eigentlich so laufen. Ich kann, wie gesagt, nachher einfach kurz zum Ende nochmal die Applikation nochmal laden. Ich habe sie nochmal fertig vorliegen. Ich kann es jetzt spontan nicht sagen, woran es liegt. Der Download kommt hier nicht zurück und dieser Händler wird hier nicht aufgerufen. Es scheint einen Fehler beim Download zu geben. Ich kann allerdings nicht genau sagen, warum der... Okay, gucken wir mal. Das gibt es ja nicht. Das ist korrekt. Ah, ich glaube, ich sehe es. Ich glaube, ich sehe es. Aber eigentlich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Versuchen wir es mal so. Ja. Und da sind unsere Tweets. Ja, das war eine Live-Demonstration. Wie suche ich einen Fehler in einer MVVM-Applikation? Und wo kann ich überall drauf reinfallen? Und was kann ich alles falsch machen? Wir sind auch schon sehr kurz vorm Ende. Es gibt nur noch ein paar letzte Slides, die einen kleinen Ausblick auf das Phone 8 geben sollten. Den fasse ich einfach mal kurz zusammen. So viel ist zurzeit noch nicht bekannt. Es wird weitere Screen Resolutions geben. Es wird die Möglichkeit geben, SD-Karten zu verwenden, die Möglichkeit, auch wieder nativ C++ zu programmieren, wird dabei sein. Man wird die Möglichkeit haben, auf X-Audio zuzugreifen. Jedem Programmierer werden die Nokia Maps zur Verfügung stehen und es wird eine integrierte VoIP-API geben für eigene VoIP-Applikationen, die dann letzten Endes genauso funktioniert
wie auch die Telefonapplikationen. Man wird keinen Unterschied mehr merken, ob man mit einer VoIP-Applikation oder mit einer Telefonapplikation navigiert. Und es wird den schönen neuen Startscreen geben mit den drei Kachelgrößen, der noch individueller angepasst werden kann. Und damit bin ich auch am Ende, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bin nur 3 Minuten drüber. Wer übrigens die Folien sofort haben möchte und die Beispiele, diese liegen unter dieser dort angegebenen Adresse. Ja, Frage. Die eigentliche Frage zielt darauf hinab, kann ich in Zukunft noch C-Sharp und XAML Code verwenden? Die Antwort ist ja. Es wird also die WinRT geben und der C-Sharp und XAML Code wird sehr ähnlich sein, bis circa gleich. Also es sind wieder die üblichen 95% Gleichheit und ich kann genau diesen Code auch weiterverwenden. Und auch die alten Applikationen werden weiterlaufen. Im Marketplace gibt es da so einen Link, wo man nachschauen kann. Und wenn man den Link entsprechend folgt, dann steht genau da, was muss ich jetzt beachten, dass meine App morgen noch mit Windows Phone 8 läuft. Und dann kann ich auch die App jetzt schon unter Phone 7 entwickeln. Und das zweite, C++ ist nur eine Option. Also ich muss kein C++ lernen, um Apps zu entwickeln, sondern ich darf es, wenn ich es dann will, auch benutzen. Ja, gibt es weitere Fragen? Wunderbar, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Abend.